Cube bietet im Bereich Gear unter anderem 5 Helmmodelle an, vom Full-Face-Helm bis zum Kopfschutz für Cross-Country-Biker. Mit dem Pathos haben wir das Einstiegsmodell ausprobiert, auf dem Tourenrad ebenso wie auf dem Gravelbike. Der Pathos setzt auf eine Double-In-Mold-Konstruktion, er ist in 7 Farben und 3 Größen erhältlich. Unser Testmodell in Größe L ist laut Angaben für einen Kopfumfang von 57 bis 62 cm geeignet. Mit einem einhändig zu bedienenden Drehrad des Snap 360 Fit Systems kann er individuell angepasst werden. Das System kann am Hinterkopf in der Höhe verstellt werden. Die Einstellung der Gurte ist komfortabel und intuitiv möglich. Für sicheren Sitz ist gesorgt, wobei sich der Pathos besser für eine eher runde Kopfform eignet als für eine schmale längliche. Dank 15 großer Belüftungsöffnungen und Ventilationskanälen im Inneren des Helms bleibt der Kopf auch bei Hitze und großer Anstrengung angenehm kühl. Ein Netz hinter den vorderen Öffnungen hält Insekten ab. Die Polster können herausgenommen und gewaschen werden. Das Visier des Pathos ist abnehmbar, es kann nicht in der Höhe verstellt werden. Praktisch ist das X-Lock-System hinten am Helm. Hier lässt sich mit wenigen Handgriffen ein Rücklicht anbringen, schnell und praktisch. Gewogen haben wir den Helm in Größe L mit 294 Gramm. Mit dem Pathos bietet Cube einen funktionalen Helm an. Er ist gut anzupassen, sehr gut belüftet und trägt sich sehr angenehm. Bei 68,19 € liegt die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung. Ein Preis, der rundum in Ordnung geht.